Beatrice Egli und Florian Silbereisen sind zwei strahlende Stars der deutschen Schlagerszene. Beide sind nicht nur für ihre bemerkenswerten künstlerischen Leistungen bekannt, sondern werden auch für ihre Nähe und Aufrichtigkeit im Umgang mit den Fans geschätzt. Doch kürzlich erschütterte ein schockierendes Ereignis die Fangemeinde, als Beatrice Egli die befleckte Vergangenheit von Florian Silbereisen enthüllte und viele Zuschauer zu Tränen rührte. Der Vorfall begann während eines speziellen Fernsehinterviews, in dem Beatrice Egli über ihr Leben und ihre Karriere berichtete. Das Interview verlief reibungslos, bis sich das Thema ihrer Beziehung zu Florian Silbereisen zuwandte. In einem emotionalen Moment beginnt Beatrice, von den Strapazen und Prüfungen zu erzählen, denen Florian in der Vergangenheit ausgesetzt war und von denen nur wenige Menschen wissen. Beatrice enthüllte, dass Florian eine sehr dunkle Zeit in seinem Leben durchlebte, in der er sowohl beruflich als auch privat einem enormen Druck ausgesetzt war. Sie erzählte von den Zeiten, in denen er von den Menschen, denen er am meisten vertraute, getäuscht und betrogen wurde. Insbesondere erwähnte Beatrice einen herzzerreißenden Vorfall, als Florian von einem Geschäftspartner ausgenutzt wurde, was zu schweren finanziellen Verlusten führte und sich negativ auf seinen Ruf in der Unterhaltungsbranche auswirkte. Das Publikum war gerührt, als Beatrice von den langen Nächten sprach, in denen Florian nicht schlafen konnte, von den Zeiten, in denen er sich völlig verloren und deprimiert fühlte. Es gab Zeiten, in denen er sogar darüber nachdachte, seine Gesangskarriere aufzugeben, für die er sich schon als Kind begeistert hatte. Tränen liefen über Beatrices Wangen, als sie sich an diese schmerzhaften Erinnerungen erinnerte, was viele Zuschauer zum Weinen brachte. Beatrice erzählte auch, dass sie in dieser schwierigen Zeit immer an Florians Seite war und ihn ermutigte und unterstützte, seine Herausforderungen zu meistern. Sie erzählte von den Momenten, in denen die beiden die ganze Nacht miteinander redeten und nach Möglichkeiten suchten, Schwierigkeiten zu überwinden und den Glauben an das Leben wiederzugewinnen. Florian ist ein starker Mensch, aber er ist auch ein Mensch. Es gibt Zeiten, in denen er schwach ist und Hilfe braucht, teilt Beatrice mit. Ich glaube immer daran, dass er mit Liebe und Unterstützung jede Herausforderung meistern wird. Diese Enthüllung ist nicht nur schockierend, sondern löst beim Publikum auch tiefes Mitgefühl für Florian aus. Viele Menschen brachten auf sozialen Netzwerken ihre Gefühle und ihre Unterstützung für ihn zum Ausdruck und bekräftigten, dass sie immer an seiner Seite stehen würden, egal was passiert. Eine Welle der Emotionen breitete sich aus, als die Fans aufmunternde und tröstende Worte für Florian und Beatrice äußerten. Nachdem Florian Silbereisen von Beatrices Worten erfahren hatte, gab er eine offizielle Antwort. Er dankte Beatrice für die Enthüllung der Wahrheit und drückte ihr seine tiefe Dankbarkeit dafür aus, dass sie in den schwierigsten Momenten immer an seiner Seite war. Er dankte auch seinen Fans für die Unterstützung und Liebe, die sie ihm entgegenbrachten. Das Leben ist nicht immer einfach, aber diese Herausforderungen haben mir geholfen, zu wachsen und stärker zu werden, teilte Florian mit. Ich bin dankbar, Menschen wie Beatrice und dich an meiner Seite zu haben. Die Geschichte von Florian Silbereisens getrübter Vergangenheit ist nicht nur eine Erinnerung an die Härte des Lebens in der Unterhaltungsindustrie, sondern auch ein Beweis für die Kraft der Liebe und Freundschaft. Beatrice Egli zeigte durch ihren aufrichtigen Austausch, dass Künstler hinter dem Rampenlicht der Bühne mit den gleichen Schwierigkeiten und Herausforderungen konfrontiert sind wie alle anderen. Diese Veranstaltung eröffnet auch eine neue Perspektive auf Florian Silbereisen und hilft dem Publikum, seine wahre Persönlichkeit, seine Erfahrungen und seine unermüdlichen Bemühungen, aus Schwierigkeiten herauszukommen, besser zu verstehen.
Es unterstreicht auch die wichtige Rolle, die Beatrice Egli in seinem Leben spielte, nicht nur als Kollegin, sondern auch als vertrauenswürdige Begleiterin. In Zukunft könnte diese Geschichte als Inspirationsquelle betrachtet werden, die uns daran erinnert, wie wichtig Unterstützung und Empathie sind. Es zeigt, dass Menschen, egal mit wie vielen Schwierigkeiten sie konfrontiert sind, immer noch Licht und Hoffnung finden können, wenn sie Liebe und Unterstützung von ihren Lieben erfahren. Die Geschichte von Beatrice und Florian wird für immer in den Herzen der Fans weiterleben, als Symbol für Ausdauer und spirituelle Stärke. Die emotionale Geschichte über die Vergangenheit von Florian Silbereisen brachte nicht nur die Fans zum Weinen, sondern weckte auch viele Gedanken über die Härte der Unterhaltungsindustrie. Beatrice Egli hat der Öffentlichkeit geholfen, besser zu verstehen, was Künstler hinter dem Rampenlicht durchmachen. Florian hat schon in jungen Jahren eine Leidenschaft für Musik entwickelt und sich ständig für seine Karriere eingesetzt. Wie Beatrice ihm jedoch sagte, verlief sein Karriereweg nicht reibungslos. Er hat Herausforderungen und schmerzhafte Misserfolge erlebt. Einer der größten Schocks für Florian war, als er von einem Geschäftspartner ausgenutzt wurde, was zu schweren finanziellen Verlusten und einem schweren Rufschaden führte. Dies ist der Moment, in dem Florian das Gefühl hat, dass sich alle Türen vor ihm... Das in besonderem Maße, wenn Sie externe Abschlussprüfungen hatten, was wieder diese Interaktion, die ich Ihnen schon gezeigt hatte, im Querschnitt, jetzt auch im Längsschnitt eigentlich nochmal wieder verdeutlicht. Wir finden diese Effekte insbesondere in dem Autonomiebereich über die akademischen Inhalte, das ist das Schaubild hier. Wir finden ganz ähnliche Effekte im Bereich der Personalautonomie. Im Bereich der Budgetautonomie ist das wesentlich geringer ausgeprägt und bildet eigentlich vermutlich nur das ab, was wir eigentlich in den anderen Bereichen finden. Das heißt, da scheint es die entsprechenden Effekte nicht so deutlich zu geben. Also es ist gerade im akademischen Bereich, also im Bereich der akademischen Inhalte und des Personals, also Einstellungen und Gehälter, wichtig. Soll eben heißen, wenn Sie in einem relativ armen Land sind, das insgesamt noch nicht hohe Standards hat, kann es sein, dass es eine schlechte Idee ist, den Schulen mehr Autonomie zu geben. Das geht nach hinten los. Aber eben mehr entwickelten Ländern, und da wird Deutschland sicherlich eben mit zugehören, ist das eben eher die Rahmenbedingung, die wir brauchen, zusammen mit den externen Abschlussprüfungen, um ein dezentrales System sehr funktionsfähig zu haben. Und damit fasse ich nur noch meine Befunde zusammen. Bildungsleistungen, wenn wir sie uns anschauen, hängen entscheidend mit dem individuellen und gesamtgesellschaftlichen Wohlstand zusammen. Allerdings ist es eben nicht so einfach so, dass es einfach so ist, wir geben mehr Geld ins Schulsystem und dann kriegen wir bessere Bildungsleistungen. Es scheint vor allem daran zu hängen, wie wir dieses Geld einsetzen. Wie kommen wir dahin, dass wir es zielgerichteter einsetzen? Das sind die institutionellen Rahmenbedingungen und zwei davon sind zentrale Abschlussprüfungen und Eigenständigkeit. Zentrale Abschlussprüfungen scheinen sehr deutlich mit besseren Schülerleistungen einherzugehen, scheinen auch durchaus langfristige Effekte auf dem Arbeitsmarkt zu haben. Und ein Wirkungskanal davon scheint zu sein, dass den Informationswert der Noten, in diesem Fall eben der Abiturnoten, auf dem Arbeitsmarkt deutlich erhöhen. Und auch Selbstständigkeit von Schulen scheint sich positiv auszuwirken, insbesondere im operativen und Personalbereich. Allerdings auch dann und nur dann, wenn es externe Abschlussprüfungen gibt, die erzielten Ergebnisse offenlegen und das eben allerdings auch nur in entwickelten Schulsystemen, die grundlegenden Standards sicherstellen, antworten sozusagen, wenn ich jetzt den gleichen Vortrag vor der Weltbank geben würde, würde ich genau das Umgekehrte sagen. Vielen Dank.